Morgen miteinander. Morgen. Junge Leute sind mir extrem wichtig, weil oft wird nur negativ geredet über junge Leute. Zu meiner Zeit hat es immer geheißen, es gibt viele Schlechte. Heute sagt man, die Jugend von heute ist nichts mehr. Und das stimmt eben nicht. Meistens ist es so, dass diese jungen Leute, die zu uns kommen, keine schwierige Kindheit oder sie kommen aus sozial schwacher Familie. Und da versuche ich einfach, den Leuten eine Chance geben im Leben, wie sie noch selbstständig können, auf die Beine stehen. Er ist kein ganz normaler Metzger, der Yogi Lederer. In seinem Betrieb in Weil am Rhein arbeiten viele, die anderswo keine Chance bekämen. Seinen Azubis, viele mit Migrationshintergrund, zahlt er schon mal den Führerschein, besorgt eine Wohnung, geht mit ihnen neue Klamotten kaufen. Wenn man immer alles wird mit Geld aufwiege oder wird es in Frage stellen, dann darf man sowas nicht machen. Ich wird oft auch gefragt, was kostet dich das Geld oder warum gibst du so viel Geld aus für andere? Ich habe das Programm irgendwann mal angefangen und wenn du mit einem angefangen hast, ziehst du das mit dem anderen eigentlich automatisch weiter. Jeder, der bei mir gut ist, wo sich anstrengt, wo seine Leistung bringt nach seinen Voraussetzungen, der wird von mir gefördert. Ein genauer Ausbildungsplan. Lob und Kritik auch für Gina, die schon zwei Lehren abgebrochen hat und jetzt zu den Besten gehört. Das gefällt mir hier total. Es ist die Art, es ist der Chef, ganz klar. Der ist freundlich, mit ihm kann man reden. Das ist einfach ein Chef, der ist auch für einen da, wenn man mal reden muss. Das i-Tüpfle im Endeffekt ist noch die Verkäuferin, der Mensch hinter dran. Das ist das Plus, das Sahnehäubchen. Und Gina ist jetzt im Endeffekt ein Typ, die kann diese Faktoren alle erfüllen. Im ersten Gespräch habe ich gesehen, wie gut das ist. Habe ich gesagt, ich möchte, dass sie eins vorne dran hat. Sie hat die Voraussetzung für eine Eins. Und dann geben wir uns nicht mit der Zwei oder Drei zufrieden, weil dann wollen wir wirklich auch die Eins. Und so ist es beim Arbeiten auch. Erste Liga. Seine antreibende, energische Art, das schätzen sie alle an ihm. Aber auch seine gute Laune, die der Obermeister der Metzgerinnung nach 12 Stunden Arbeit immer noch verbreitet. Es ist einfach seine Herzlichkeit und wie er eben mit uns umgeht. Immer gute Stimmung. Immer lustig hier. Schlechte Laune geht bei mir 5 Minuten, dann ist es vorbei. Ich bin auch absolut nicht nachtragend. Ich hasse das Jammern. Ich mag lieber Leute, die positiv eingestimmt sind, die sagen, hey, wir gehen Gummi, wir wollen was erreichen, wir wollen Ziele verfolgen. Das ist mir im Endeffekt viel wichtiger. Auch privat gibt er Gummi. Joggen ist sein großes Hobby. Zusammen mit seiner Frau nutzt er die wenige Freizeit fürs Training. Er nennt sich gerne mal der schnellste Metzger Deutschlands. Joggen gibt mir im Endeffekt die Kraft, so viel zu arbeiten und einfach auch der Ausgleich. Vorteil vom Rennen ist einfach, du kannst überall und immer rennen. Ich habe keine feste Zeit. Ein paar Turnschuhe dabei, ich habe Sportklamotten dabei. Egal, wo ich auf der Welt bin, packe ich mein Zeug aus, kann loslaufen. Berlin, Paris, Mauritius, überall auf der Welt war er schon bei Marathonläufen dabei. Immer noch ein bisschen schneller sein. Kommt der Mann nie zur Ruhe? Doch, hier zu Hause, im kleinen Wiesental, in Gresken. Hier ist er auf dem Bauernhof aufgewachsen. Wenn Yogi Lederer Zeit hat, dann besucht er seinen Bruder, der den Hof und die Felder immer noch bewirtschaftet und ihm seine Weiderinder verkauft. Der Umgang mit Tieren oder der Umgang mit Natur, das will ich auch meinen jungen Leuten vermitteln. Einmal im Jahr nehme ich es mit auf meinen Hof, zeige die Tiere, dass sie einfach den Bezug kriegen, dass sie nicht die lila Kuh kennenlernen, sondern dass sie wissen, dass unser Produkt eigentlich direkt im Schwarzwald erzeugt wird, dass wir das eigentlich nachvollziehen können. Genau hier oben, mit Blick aufs Wiesental, ist auch Yogi Lederers Lieblingsplatz. Wir sind hier auf 900 Meter Höhe. Hier geht immer wegen dem Wind, man hat frische Luft. Auch mal die Augen zumachen, mal ein bisschen träumen. Wie gesagt, meine Tiere sind hier, mein Dorf ist hier. Ein besserer Ort für mich, um sich erholen und regenerieren, gibt es eigentlich fast nicht.